Wolfuß und Frank Buschmann begrüßen Sie zu dieser Partie. Und wie Sie unschwer erkennen können, leise rieselt der Schnee. Aber es wurde uns versichert, dass der Platz wirklich gut bespielbar ist. Hoffen wir also auf eine spannende Partie unter einigermaßen regulären Bedingungen. Die Gäste bislang mit der schlechtesten Auswärtsbilanz. Tja, bislang nur ein einziger Sieg aus 8 Spielen. Und logisch, dass hier keiner damit zufrieden ist. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Da kommt der Schuss. Guter Versuch, da hat nicht viel gefehlt. Sehr guter Einsatz. Daprella. Er passt ihn auf den Flügel. Kein gutes Zuspiel hier, der geht ins Aus. Viktor Paulsson. Adrian Winter. Er kann ihn reinbringen. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Das könnte... Jetzt der Schuss! Er war noch dran, gibt Ecke. Da kommt die Ecke. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Was für ein Pech bei diesem Eigentor. Aber das ist das Risiko, wenn du dazwischen gehen willst, dann fälschst du auch mal einen Ball unglücklich ab. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ganz einfach an den Ball gekommen. Gerns. Und jetzt der Schuss. Danke. Freistoß und das ist auch die richtige Entscheidung. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem, das könnte sein. Oh, er traut sich aus dieser Entfernung. Fast der Treffer. Hat der Keeper nicht mitgerechnet. War ein guter Versuch. Der Freistoß war gar nicht schlecht. Das sieht man hier jetzt noch mal deutlicher. Aber der ging doch knapp vorbei. Und da dürfte hier so manchem der Atem gestockt haben. Das Ding hätte fast gepasst. Und er gewinnt den Zweikampf. Keine Diskussion, berechtigter Freistoß hier. So natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Gute Chance. Er versucht's. Der Ball war ziemlich harmlos. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Da setzt er sich gut durch. Klasse Pass. Und den Ball hält der Torhüter fest. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Und er gibt Elfmeter. Da hat er unglaubliches Glück, dass er weiterspielen darf. Ja, das weiß er auch. Er ist mit Gelb extrem gut bedient. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Keine andere Option für den Referee. Und er macht den Elfer.
So eine Chance lässt er sich natürlich nicht entgehen. Und da hat er seine Nerven im Griff und trifft vom Punkt. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Viktor Pálsson. Weg ist der Ball. Schönes Zuspiel. Da kommt die Flanke. Keeper geht gut zum Ball, forstet ihn weg. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Und jetzt der Schuss. Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. Ecke kommt. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. So, Buschi, was sagst du zu dem Wetter? Bist du gut genug angezogen? Optimale Bedingungen sehen anders aus. Ja, aber der Schnee könnte dem Spiel ja auch eine ganz andere interessante Note verleihen. Zumindest solange es nicht so schlimm wird, dass der Platz überhaupt nicht mehr bespielbar ist. Pamodu Jagne. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Jetzt die Flanke. Da können sie erstmal klären. Viktor Pálsson. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Reguläre Spielzeit ist um, aber es gibt 4 Minuten obendrauf. Adrian Winter. Umaru Bangura. Khelifi. Keine gute Flanke, einfach zu halten. Wir gehen mit einem 1:1 in die Pause. Alles total offen hier. Ziemlich ausgeglichen. Durchgang 2 läuft. Maric. Gernd. Und jetzt haben sie den Ball. Der Schiri gibt Vorteil. Da gibt er zu Recht Freistoß. So, er wird den Ball reinbringen. Und was kann daraus entstehen? Khelifi. Oh, mit dem Fallrückzieher will er da den Treffer machen. Akrobatisch, aber sind wir ehrlich, richtig gefährlich war es nicht. Ballverlust. Den Ball spielt er zum Torwart zurück. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Sie haben den Ball. Gutes Auge vom Assistenten. Abseits. Schauen wir an die Seitenlinie. Spielerwechsel beim FC Lugano. Ja, der neue Mann soll natürlich jetzt hier nochmal neue Ideen bringen.
Daprela. Im Schnee grätscht es sich eben noch mal besser. Hereingabe jetzt. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Fairer Einsatz hier. Schauen wir an die Seitenlinie. Spielerwechsel beim FC Lugano. Ja, und warten wir mal ab, wie das dann im Spiel aussehen wird nach dieser Umstellung. Khelifi. Und der Pass. Super Kopfball. Da macht er alles richtig. Trifft den Ball gut mit dem Kopf. Da kommt er gut hinter den Ball mit dem Kopf und kann klasse abschließen. Das Tor sehen wir jetzt noch mal in der Verlangsamung. Von links zirkelt er da den Ball herein. Wunderbar, wie er das macht. Ein glücklicher Abnehmer. Ein klassischer Treffer per Kopf, den wir uns hier nochmal anschauen dürfen. Ja, das fängt schon bei der Vorbereitung an und auch der Abschluss ist natürlich absolut gelungen. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Maric. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Da kommt der Pass. Gute Chance. Da hatte er die große Gelegenheit, aber der Torwart ist da. Gut aufgepasst vom Keeper, eine tolle Parade. Der war zwar recht lange unterwegs, der Ball, aber den musst du trotzdem erstmal halten. Super Parade. Der Schlussmann war hoch konzentriert und auf dem Posten. Die Ecke kommt. Jetzt die Flanke. Ah, da kann sich die Abwehr natürlich entspannt zurücklehnen bei solchen Flanken. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Roberto Rodriguez. Und jetzt die Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da passt er gut auf und dann ist er einfach gedankenschneller als die anderen. Der Abschluss dann nur noch Formsache. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. 3:1 heißt es also jetzt. Maric. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Er spielt den Pass auf den Flügel. Gut geklärt, aber Einwurf. Schauen wir an die Seitenlinie. Spielerwechsel beim FC Lugano. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel vor allem auch taktisch aussehen wird. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Super gemacht vom Torwart. Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Nicht schlecht, diese Gelegenheit, aber auch gut gehalten. Großartige Leistung vom Torwart. Guter Versuch aus der Distanz, aber der Keeper hat aufgepasst und hat dann schlussendlich das bessere Ende für sich. War ja kein schlechter Schuss, aber eben auch gut aufgepasst. Gernd. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Die Nachspielzeit läuft. 4 Minuten sind angezeigt. So, jetzt also in die letzte Phase des Spiels und die Fans geben nochmal alles. Und ich bin gespannt, ob das die Mannschaft nochmal pusht und sie nach vorne spielen werden.
Und da ist es vorbei, da kommt der Schlusspfiff. Sie holen sich den Sieg heute. Dein Fazit, Buschi? Ja, für mich das passende Ergebnis. Sie haben eine gute Leistung abgerufen und waren einfach besser als der Gegner. In der Fremde geht's weiterhin nur wenig für Sie. Auch heute haben Sie verloren. Ja, das gewohnte Bild. Die kommen auswärts einfach auf keinen grünen Zweig. Er war noch dran, gibt Ecke. Da kommt die Ecke. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Und er gibt Elfmeter. Da hat er unglaubliches Glück, dass er weiterspielen darf. Ja, das weiß er auch. Er ist mit. Und er macht den Elfer. Kommen wir an die Seitenlinie. Spielerwechsel beim FC Lugano. Ja, und warten wir mal. Khelifi. Und der Pass. Super Kopfball. Und jetzt die Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen.